Liebe Genossinnen und Genossen, ich freue mich, dass wir nunmehr am Nachmittag zu der Überleitung sozusagen kommen, auch dessen, was die Arbeit in unserer Stadt betrifft. Erlaubt es mir nur zunächst noch einmal darauf hinzuweisen, wir haben sehr, sehr betont, wie wichtig die Arbeiterkammerwahl für die gesamte sozialdemokratische Familie ist. Und das ist nicht allein, wenn man das so sagen kann, eine Aufgabe auch der FSG sein kann. Und ich denke, das hat die ganze Familie, natürlich unter der Federführung der FSG, sehr gut geschafft. Es ist ein Signal in die Richtung hin, dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in Wien ganz klar auch die politischen Prioritäten und die politisch Verantwortlichen für eine Arbeitnehmerpolitik in der Stadt auch identifiziert haben. Und was mich mindestens so sehr freut, das ist das Ergebnis bei den jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Denn das ist nicht nur eine Anerkennung, sondern es bricht mit einer gängigen Medienthese, nämlich junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wählen den Herrn Strache. Ja, in Wien einen Schmarrn tun sie das, einen Schmarrn. Mit dem Ergebnis auch aus eurer Arbeit ist diese These, so hoffe ich, ein für alle Mal falsifiziert. Und dafür danke ich euch ganz besonders. Das ist eine sehr, sehr gute Geschichte. So, nun, liebe Genossinnen und Genossen, lasst mich noch ganz kurz noch zurückkommen und eine Brücke sozusagen schlagen zur Vormittag-Diskussion, die sich ja nicht zuletzt auch natürlich mit der Frage beschäftigt, was hat es eigentlich alles mit uns als Wiener zu tun? Große EU, große Wahl, mächtige Länder, was hat es mit uns zu tun? Da hat es einige sehr richtige Ansätze heute Vormittag in der Diskussion dazu auch gegeben. Ich will es eigentlich nur mit einer Zwischenüberschrift sozusagen auch versehen. Wenn wir durchsetzen wollen, dass 80% der Bevölkerung, die in den Städten in diesem Europa leben, tatsächlich auch in Europa gehört werden, dann ist das Europäische Parlament unser wichtigster Bündnispartner. Ich sage das auch aus der Erfahrung heraus, die ich in dem Themenzusammenhang einbringen kann, mit 6 Jahren Executive Präsident des Europäischen Städtebundes und 6 Jahren selbst Präsident des Städtebundes. Es ist das Parlament, das in all den konstruktiv Diskussionsfragen, wie etwa rund um die Verträge von Lissabon, ehemals Verfassungsentwurf, bis hin zu den konkreten Dingen, die man eigentlich unter Unfugabwehr subsumieren könnte, bei Daseinsvorsorge etwa oder bis hin jetzt zu dieser Wettbewerbsrichtlinienveränderung, die den sozialen Wohnbau als solches auch betrifft. Und es waren dort in allererster Linie immer die Genossinnen und Genossen, die ansprechbar waren. Nicht alle. Ich weiß, wie unglaublich schwierig auch schon fraktionelle Arbeit ist im Europäischen Parlament. Das ist nicht so, dass man sagt, Sozialdemokrat, aha, Knopfdruck, bumm, der hat zum sozialen Wohnbau zum Beispiel oder zur Daseinsvorsorge die und die Meinung. Das ist mitnichten so. Ein niederländischer Sozialdemokrat denkt zum Beispiel in vielerlei Hinsicht völlig anders. Und in der englischen Labour-Delegation, da hast du einen Sozialdemokraten sitzen, der sich die Dinge der Daseinsvorsorge genauso wie wir, und gleich daneben sitzt einer, der sich das eigentlich eher so wie ein wüder Neoliberaler aus der ÖVP. Also da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen, einen inhaltlichen, da gemeinsam auch an einem Strang zu ziehen, da Bündnisse auch entsprechend einzugehen, die auf bestimmte inhaltliche Positionen vom Kampf gegen die Arbeitslosigkeit, insbesondere Jugendarbeitslosigkeit, bis zur Finanzregulierung, viele, viele Dinge, die auch gesagt wurden, das ist eine sehr, sehr schwierige Geschichte und deswegen ist es sehr, sehr gut und sehr, sehr wichtig, dass man dort nicht das macht, was in vielerlei Hinsicht gemacht wurde, immer wieder in Europa, nämlich dass man dort, wenn man jemanden loswerden wollte, dann schickt man nach Europa. Und
Das ist ganz falsch, weil man soll dort Leute hinschicken, denen man das volle Vertrauen auch aussprechen kann, von denen man weiß, sie sind in der Lage, auch unsere politischen Vorstellungen dann im Europäischen Parlament entsprechend umzusetzen. Und das ist der Punkt, den ich mir letztendlich auch erhoffe. Ich habe auch in den vergangenen Jahren immer wieder betont, es ist wichtig, dass wir uns in Europa einmischen. Wenn man sich vorstellt, dass ungefähr 80% unserer Entscheidungen, die wir auch im Gemeinderat treffen, von europäischem Recht betroffen sind, dann ist ja gar keine Frage, dass wir uns daraus schon das Recht ableiten können, dass wir uns kehrum natürlich auch einmischen in die entsprechenden Richtlinien, dass wir uns einbringen in diese Diskussionen. Und es soll nicht vergeblich gewesen sein, dass wir eine große Auseinandersetzung geführt haben, eine erfolgreiche Auseinandersetzung letztendlich zur Durchsetzung des Subsidiaritätsprinzips. Und damals, als es beschlossen wurde, sagte ich, wir werden jeden Tag darum kämpfen müssen in diesem Europa, bei dieser politischen Auseinandersetzung, dass wir das tatsächlich auch auf den Boden bringen, dass das tatsächlich auch Realität wird. Und der neueste Beitrag im Zusammenhang mit dem sozialen Wohnbau ist ja nun genau das, ist ja nun genau das, wo man wieder versucht, mittels der Wettbewerbsrichtlinie, die anderen Prinzipien, die es selbstverständlich auch in der Union gibt und nicht zuletzt auch der Bestandteil der Subsidiarität auszuhebeln. Und daher ist es wichtig, dass wir die Positionen, die wir erreicht haben, die Möglichkeiten, die uns das Gemeinschaftsrecht letztendlich auch bietet, dass wir die auch in der Realität erkämpfen, Wirklichkeit werden lassen. Daher halte ich das für sehr wichtig. Und wenn heute Vormittag gesagt wird, wie wollt ihr es am Ende des Tages umsetzen, wenn dort weiter eine konservative, neoliberale Mehrheit auch ist. Nun ja, es gibt natürlich eine Menge Möglichkeiten, das ist gar keine Frage. Die Subsidiaritätsrüge ist eine schwache, die Subsidiaritätsklage schon eine sehr viel stärkere Maßnahme, die man hier setzen kann. Und natürlich, wie man in der Politik bedeutet, ist das, dass man natürlich auch hart daran arbeiten muss und mit viel Geduld auch daran arbeiten muss. Natürlich ist mit den Möglichkeiten der Europäischen Bürgerinitiative auch ein Tor aufgetan, von dem ich nicht automatisch sage, dass man das einfach vergessen soll. Ja, natürlich sind sehr viel, ist ja gar keine Frage. Aber gerade auch bei der Frage Jugendarbeitslosigkeit haben wir gesehen, was man im Bündnis mit Freunden, in dem Fall mit den europäischen Gewerkschaften, auch entsprechend umsetzen kann. Und daher, liebe Freunde, ist das eine sehr, sehr wichtige Geschichte. Jawohl, dieses Europa ist ein großartiges Projekt. Außer jedem Zweifel, dieses Europa ist eine Demokratie, aber eine zu entwickelnde. Und dieses Europa, wie in jeder Demokratie, ist tägliche Auseinandersetzung und Kampf um mehr Demokratie, mehr sozialen Zusammenhalt, mehr soziale Gerechtigkeit. Ist so. Ist ja ehrlich gesagt auch in unserem Land so. Deswegen, wenn man mit den Konservativen in einer Regierung sitzen, ist ja nicht alles sozialdemokratisch. Da ist ja auch der tägliche Auseinandersetzung, der tägliche Kampf angesagt bis in die Regierung hinein, dass man diese Prinzipien einer sozialen und gerechten Gesellschaft auch entsprechend durchsetzen kann. Und daher, liebe Freunde, gar keine Frage, das ist für uns eine wichtige Wahl. Nicht nur ein Medienereignis, sondern das ist für uns eine sehr wichtige Wahl, wo Richtungsentscheidungen für Europa getroffen werden können. Und ich hoffe, dass es so ausgeht, wie sich das der Genosse Schulz ja auch wünscht, denn das Leben der Menschen, nicht unseres, aber das Leben der Menschen in Europa wird in vielerlei Hinsicht leichter werden. Das ist überhaupt keine Frage, wann Sozialdemokraten tatsächlich das Sagen in diesem Bereich auch haben. So, nun, liebe Freunde, ohne allzu lange aufzuhalten, eine Schlussfolgerung, die man nicht zuletzt von den ganz grundsätzlichen Bemerkungen zu Europa auch für unsere Arbeit herunterzubrechen haben, für unsere nächste. Einleitend Wien, das ist ja keine besonders überraschende Feststellung, Wien ist gar keine Frage eine tolle Stadt. Da gibt es unzählige Studien, die Schwarzen haben sich wieder lustig gemacht, über den heiligen Mörser. Soll sein, wenn in irgendeiner anderen Sparte jemand zum fünften Mal Weltmeister hintereinander wird, zum Beispiel beim Formel 1 oder sonst was, boschen alle auf der ganzen Welt. Bei uns boschen auch alle auf der ganzen Welt, nur in Wien nicht. Da
red mal seltsam. So, und das. Ja? Da red mal seltsam da drüber. Die wichtigste allerdings, das sage ich auch für mich selber, das Wichtigste ist mir die Zufriedenheit der Wienerinnen und Wiener. Und wenn man das in einer sehr umfassenden Studie, die von der Universität auch gemacht wurde, vom IFES getragen, von über 8000 Leuten auch befragt, über 8000 Leute befragt, das muss man ja mal vorstellen, das Sample, jeder, der ein bisschen was von Sozialforschung versteht, der weiß, was das heißt, da ist die Fehlerquote verschwindend, die gibt es praktisch kaum mehr. Wenn die sagen, zu 97%, wir sind zufrieden mit dem Leben in der Stadt. Wir leben sehr gerne oder gerne in der Stadt, 97%. Dann ist das ein Zeugnis, liebe Freunde, für eine politische Arbeit in der Stadt, für die Sozialdemokratie, auf die man nun wirklich stolz sein kann. Weil ich sehe und höre natürlich jetzt alle Beistriche und alle Abers, die natürlich dann alle kommen, das interessiert mich nicht. Das ist etwas, wo man wirklich sagen kann, hier wurde gute Arbeit geleistet oder wenn man es bescheidener formuliert, Eigenschaft, die mich besonders auszeichnet, dann könnte man ja formulieren, wir können nicht alles falsch gemacht haben, um es einfacher zu sagen. So, und nun, liebe Freunde, ist das aber gut, man freut sich, wenn man ein Zeugnis kriegt mit einer Auszeichnung. Aber damit ist es natürlich nicht getan, sondern jetzt geht es darum, dass wir natürlich wollen, dass auch Wien eine tolle Stadt in Zukunft ist und in Zukunft bleibt. Und dies unter den Rahmenbedingungen, die es gibt, denn wir haben keine anderen, unter denen wir handeln können, wiewohl wir natürlich permanent versuchen, uns auch entsprechende Freiräume zu sichern. Wenn wir wollen, dass dieses tolle Wien auch in Zukunft ein tolles Wien ist und bleibt, dann haben wir eine Menge zu tun. Und unsere Top-Herausforderung heute ist die Herausforderung, dass diese Stadt wächst. Jetzt der Herr natürlich schon wieder, den Superintelligenzler, der da gelegentlich in unserer Stadt herumläuft, meistens lässt er sich eh nicht anschauen, aber gelegentlich erzählt er halt irgendwelche Geschichten. Das sind die ganzen Ausländer, die da zu uns kommen. Nun, liebe Freunde, der Zuzug, der sich in Wien jetzt pro Jahr etwa in einer Größenordnung von einer Stadt von Krems an der Donau bewegt, ein bisschen weniger vielleicht, aber ungefähr in der Größenordnung ist das. Und man kann aufsummiert darüber nachdenken, was das auf 10 Jahre zum Beispiel heißt. Der setzt sich nur zu einem sehr geringen Teil aus dem tatsächlichen Zuzug zusammen. Und beim Zuzug sind es auch der überwiegende Teil wieder Österreicher selber, die aus den Bundesländern nach Wien kommen. Und die größte ethnische Gruppe heute, ja, im Zuzug sind die Deutschen. Ich weiß nicht, ob das den Herrn Strache besonders stört. Wir müssen halt davon ausgehen, dass wir vermehrt Wörterbücher, deutsch-österreichische Wörterbücher auflegen müssen, damit wir die Sprachnachhilfe auch entsprechend gehen können, aber sonst ist es in Ordnung. Nach dem, was ich den ganz aktuellen und neuesten Studien entnehmen, ist der Zuzug, die ethnische Gruppe der Türken, erst an 12. Stelle mit dem Zuzug. Also so gesehen soll man sich immer das reale Bild, das es in dem Bereich gibt, vor Augen halten. Die weitaus größeren Faktoren unseres Mehr Wiener Wertens ist ein Phänomen, mit dem wir uns sehr, sehr intensiv auch auseinandersetzen müssen, denn es werden mehr Kinder geboren und die Menschen werden älter. Das heißt, Wien wird gleichzeitig alt und jung. Und das hat natürlich eine Menge an Konsequenzen auf die verschiedensten Lebensbereiche der Stadt. Und ich sage das bewusst auch so, denn wie viele in unserer Gesellschaft, die hervorragende Ausbildung haben, hervorragende Berufserfahrung haben, hohes Expertentum haben, sehen immer kleinere Kasterln. Ich habe irgendwann einmal spöttisch wieder gesagt, das ist ein Experte, der von
immer weniger, immer mehr weiß, bis er von nichts alles weiß. Das ist, mag als eigentümlicher, das war zum Sickern, das war ein bisschen kompliziert formuliert. Das ist natürlich bis zu einem gewissen Grad ein Zynismus, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man viel mehr, gerade als Wiener Stadtpolitiker, dazu wieder übergehen müssen, die Dinge im Zusammenhang zu sehen. Die Themenfelder sind viel vernetzter. Das Leben der Menschen ist nicht nur auf den Kasteln oder gar durch unsere Geschäftsgruppen auch eingeteilt, sondern das Leben der Menschen ist ganz anders. Natürlich leben die Menschen in verschiedenen Milieus. Die Menschen leben mit verschiedenen Lebensentwürfen und Zukunftshoffnungen. Die Menschen leben unter sehr unterschiedlichen äußeren Rahmenbedingungen. Gar keine Frage. Sie haben unterschiedliche Herkunft, unterschiedliches Verständnis in Kulturen. Ja, das halte ich alles für ein Asset. Stellt euch vor, wir leben in einer Stadt, wo alle Menschen gleich sind. Schrecklich. Sie sollen die gleichen Chancen haben. Aber Menschen, die alle gleich waren, also das war ehrlich gesagt Stockfahrt. Und entspricht ja auch nicht der Realität. Was unsere Zielsetzung dabei ist, ist die Diversität zu verhindern, weil uns das sowieso nicht gelingen würde. Sondern der Punkt ist der, dass wir uns in unserer Politik zu bemühen haben, a, die Lebensbereiche der Menschen ganzheitlich zu sehen und zum anderen natürlich zu schauen, dass es zu Kohäsionen kommt, also zu einem vernünftigen, auch möglichst konfliktfreien Zusammenleben und nicht zu Segregationen, wo die nichts mehr alle miteinander was tun. Solche Städte gibt es auch in der Welt, wo die völlig getrennt voneinander leben. Im Extremfall, wie man das in einzelnen Städten sehen kann, wo das soziale Auseinanderfallen der Gesellschaft so groß ist und gleichzeitig der Staat sich ausschließlich nur mehr auf dem liberalen Nachtwächterstaat konzentriert, dass die Reichen leben in völlig abgegrenzten Vierteln, umgeben von Mauern mit eigener Security, und die Armen leben in den Slums oder in den Banlieues oder wie man das dann sonst auch bezeichnen will. Das ist nicht die Stadt, die wir wollen. Mit ganz großer Sicherheit nicht. Und daher, liebe Genossinnen und Genossen, glaube ich, dass wir die Politikansätze, die wir zu diskutieren haben, jetzt in der nächsten Zeit auch vor diesem Hintergrund zu sehen haben. Und ich möchte mich an der Stelle auch ausdrücklich bedanken bei den Stadträten. Denn wir haben uns im Gefolge gesehen, die im Vorstand sind, werden sich daran erinnern, im Gefolge gesehen von Wildalpen bei dieser Tagung, dort draußen ja auch darauf verständigt, dass man, die Auswirkungen sind jetzt zu sehen, spätestens morgen am Vormittag, dass man die Stadt nicht mehr einteilen nach der Geschäftsgruppe, nach den Verwaltungsgruppen, sondern einteilen nach dem Leben der Menschen. Dass wir da versuchen, einfach nach bestimmten Gruppen, Überschneidungen, ja, Bildern entsprechend zu denken, zu handeln und dann im Folge gesehen. Das muss ich sagen, ist wirklich sehr gut gelungen. Das ist wirklich sehr gut gelungen, auch vor dem Hintergrund, dass die Stadträte auch in dem Prozess sozusagen gesehen haben, ja, es macht wahnsinnig viel Sinn, wenn man nicht gelegentlich sich halt trifft und dann Überschneidungsprojekte miteinander diskutiert, sondern tatsächlich inhaltlich miteinander arbeitet an den entsprechenden Themenfeldern, die sich ja gemeinsam auch ergeben. Und daher, liebe Freunde, natürlich versucht man das Ganze auch ein bisschen aufzulockern. Wir machen jetzt nicht Geschäftsgruppen über Gruppen, weil das würde ja wieder der ganzen Idee nicht besonders Rechnung tragen. Der, liebe Genossinnen und Genossen, in aller gebotenen Kürze, und es wird das Thema des morgigen, oder die Themen des morgigen Tages auch sein, vor den Stadträten am Vormittag auch in bunter Mischung und Abfolge dargestellt und am Nachmittag dann auch in den Arbeitsgruppen zu besprechen, dass sie mit den Themenblöcken auseinandersetzt, den ersten ich bezeichnen würde als schlau und begabt. Denn
Wenn ich jetzt wieder von Bildung zum Sprechen anfange und vom Kindergarten bis zum tertiären Bildungsbereich das runterdekliniere, was man ohnehin an Positionen von uns so kennt, dann wird euch das möglicherweise langweilen. Und was noch schlimmer ist, es langweilt dann womöglich auch noch die Leute. Man kennt unsere Positionen zur Bildungspolitik, gar keine Frage. Und man kennt unsere Positionen auch dazu, wie man umzugehen hat mit den jungen Leuten nach dem Motto Stärken, Stärken, Schwächen, Schwächen. Das heißt, natürlich sollen begabte Kinder entsprechend gefördert werden, ihre Begabung auch ausleben zu können, aber weniger begabte ihren Anreiz darin finden, dass sie nicht nur mitgenommen werden in die Gesellschaft, sondern die Schwächen auch entsprechend zurückgedrängt, die Schwächen geschwächt werden dazu. So, liebe Freunde, das ist etwas, was die Menschen von uns kennen. Ich bin zwar der Auffassung, ständige Wiederholung sichert den Unterrichtsertrag. Also wir werden das natürlich auch immer wieder zu sagen haben, was unsere Gesamtpositionen zur Bildung auch ist, die uns insbesondere auch mit den Konservativen und Reaktionären auseinandersetzen. Denn die wissen schon, was für ihre Elite Kinder gut ist. Das ist ja gar keine Frage. Das ist keine Frage. Denn gerade die katholischen Schulen sind ein ziemliches deutliches Beispiel dafür, dass die wissen, dass Ganztagsschulen mit verschränktem Unterricht und de facto integrierte Gesamtschulen ein sehr, sehr gutes Modell sind. Aber das soll nur für ihre Eliten sein natürlich und nicht für alle. Und das ist der Punkt auch der Auseinandersetzung dort dabei. Und daher, liebe Freunde, halten wir natürlich an diesen Grundpositionen fest. Jawohl, gemeinsame Schule der 10- bis 14-Jährigen, selbstverständlich Ganztagsschule mit verschränktem Unterricht und entsprechender innerer Differenzierung. Das ist die Grundposition dazu. Das ändert aber nichts, liebe Freunde, dass ich meine, dass gemeinsam mit Christian Oksanic, dass wir uns natürlich den Alltagssorgen der Menschen in diesem Zusammenhang auch annehmen müssen. Und so wie wir seinerzeit gesagt haben, das auch hier in Rust diskutiert haben, wir werden den Kindergarten beitragsfrei machen und dabei bleibt es ja auch für die Zukunft, beitragsfrei machen. Sage ich heute, wir müssen uns einer nächsten Sorge annehmen, das ist die Sorge, dass man Nachhilfe nicht finanzieren kann. Da haben viele, viele Menschen ein Riesenproblem, dies zu tun und selbst bis weit in die Mittelschichten hinein. Und ich denke, dass es daher wichtig ist, dass wir hier ein Modell anbieten den Menschen über Bildungszentren, Kooperation mit Volkshochschulen, vielen anderen Bildungszentren, wo wir Lehrer anstellen werden, die den Kindern kostenlos diesen Nachhilfeunterricht auch entsprechend vermitteln. Das, liebe Genossinnen und Genossen, bringt jeder betroffenen Familie etwa 600 Euro im Jahr. Das ist auch nicht wenig. Und das ist nicht etwas, wo man sagen kann, na gut, was wegen die paar Netsch. Das sagen arrogante Leute, das ist für sehr viele Familien ist das eine ganze Menge Geld. Und daher denke ich, das ist gut so. Der Christian wird dann morgen das auch im Detail näher vorstellen. Ich habe extra einen großen Zettel da daneben stehen, wo drauf steht, nicht im Detail verlieren, nach dem Motto von Raoul Asland, keine Details, nur das Stück. Und an das will ich mich auch halten. Und zum Zweiten möchte ich an etwas erinnern, was wir auch hier in Rust begonnen haben zu diskutieren und wir sollten das jetzt zum Abschluss bringen, nämlich, und auch das wird der Christian noch erläutern, das Modell durchzusetzen, jedes Kind in Wien spricht zwei Sprachen. Es spricht Deutsch und es spricht entweder seine Muttersprache oder, wenn Deutsch die Muttersprache ist, eine andere zweite Sprache. Ich denke, das lässt sich nicht von heute auf morgen umsetzen, das ist ja gar keine Frage, aber als eine Zielsetzung scheint mir das als Sprachoffensive ein sehr, sehr wichtiges Grundkonzept zu sein.
Und liebe Freunde, erlaubt es mir dort bei der Gelegenheit auch auf etwas hinzuweisen, was nicht unmittelbar unsere Kompetenz ist, aber mit dem wir uns deswegen auseinanderzusetzen haben, weil es unsere Wirtschaftsentwicklung und unseren Arbeitsmarkt, eigentlich den unserer Kinder, entsprechend beeinflusst. Das ist vom tertiären Bildungsbereich angefangen bis hin zu den diversesten Forschungseinrichtungen unserer Stadt. Wir bemühen uns, wie ihr wisst, ja sehr hier auch entsprechend den Forschungsgruppen zu helfen. Wir bemühen uns ganz außerordentlich durch Räumlichkeiten, durch Direktkooperationen, durch Grundstück zur Verfügungstellungen und, hier Entwicklungen auch einzuleiten, mitzuhelfen, dass sie real stattfinden. Aber liebe Freunde, ich halte es für unendlich wichtig, dass es hier keinen Schritt zurück gibt. Ich halte es für unendlich wichtig, und das sind der Wissenschaftsminister der Neue und natürlich der Finanzminister auch entsprechend gefordert, dass man nun in der Tat auch jene Investitionsmittel, die für die Universitäten notwendig sind, ihnen zur Verfügung stellt und dass man darüber hinaus alle außeruniversitären Forschungseinrichtungen, die es hier gibt, auch so ausstattet, dass die in der Lage sind, in der Wettbewerbssituation der Welt bestehen zu können. Denn es ist nicht egal, was der Herr Benninger in der Bohrgasse oder was in der Mutgasse oder was in einem künftigen Haus des Lichts in Hefe, in all den, was die Mathematiker, die Soziologen in unserer Stadt alle machen, das ist nicht egal. Denn dort entwickeln sich in Zusammenarbeit natürlich auch mit den Forschungseinrichtungen, die es in den großen Betrieben in unserer Stadt gibt, sei es der Technik, wie das die Siemens ist, sei es aber natürlich auch in dem ganzen Life Science Bereich, dort entwickeln sich die Arbeitsplätze unserer Zukunft. Und daher sei das nur zusammengefasst und nur hier angemerkt auch dazu. Wir dürfen uns diese Zukunft nicht selber verpassen. Denn das ist der Wohlstand unserer Kinder, über den wir da reden. So, liebe Genossinnen und Genossen, der nächste Themenblock, der zu diskutieren ist, ist jung und bunt. Ich sage das, wir werden jünger. Das betrifft viele Themenbereiche, vornehmlich den Themenbereich natürlich auch Wohnen. Stichwort ist nun Smartwohnungen und Ähnliches. Natürlich betrifft es Freizeit, Sport, also all diese Themenbereiche, die es gibt. Aber es betrifft zunächst einmal, mit dem möchte ich mich ein bisschen tiefer tiefen, den Bereich Wohnen. Schatzfreunde, ich weiß, dass es immer wieder Diskussionen gibt, immer wieder Diskussionsansätze dazu, na, warum bauen wir nicht wieder Gemeindewohnungen? Das ist relativ einfach, weil dies teurer wäre als allen anderen geförderten Wohnbau, den wir heute haben. Den Leuten ist es egal, was auf den Dings da draufsteht, auf den Häusern. Wichtig ist, was sie zahlen. Wichtig ist ihnen, dass sie es leisten können. Wichtig ist es, dass es Wohnungen sind, die man sich leisten kann und in denen man sich wohlfühlt. Das ist der entscheidende Punkt. Und das ist der Grund, warum wir natürlich auch den sozialen Wohnbau entsprechend verteidigen. Und da sage ich, ja, wir werden alle unsere Kreativität und unsere Fantasie entsprechend einsetzen, dass es in hinreichender Zahl sozial geförderten Wohnungen für die Menschen gibt, sodass sich auch dies leisten können und niemand bei uns vor Wohnsituationen stehen muss, wie in vielen anderen Metropolen Europas. In Wien kann man leben. Und das ist eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, gerade für junge Leute. Wenn heute zu beobachten ist und auch immer wieder zu hören ist in vielen Gesprächen, ich meine, ihr erlebt es ja auch alle täglich, dass zu junge Leute kommen und sagen, naja, ich hätte gern eine Wohnung, ich brauche eine Wohnung und das, was da so angeboten wird, das kann ich mir nicht leisten. Ja? Ich empfehle Ihnen in einem hohen Ausmaß natürlich unsere Wohnungsinformation, das im Regelfall auch tatsächlich vernünftige Auskunft gibt und auch helfen kann. Aber wundern tut mir das nicht. Weil wer heute sich irgendwann so Immobilienzeitungen oder die Immobilienteile in den Salaten hinanschaut, wo die Wohnungen drinnen sind, die sind vom frei finanziert, also am normalen privaten Wohnungsmarkt sind, naja, also
Mich wundert es nicht, dass viele Menschen, insbesondere auch junge Menschen, Sorge haben, dass sie eine Wohnung, die sie sich leisten können, tatsächlich auch finden. Und das ist der Punkt, wo wir einzuhaken haben. Das ist der Punkt, wo wir unsere Arbeit auch leisten müssen. Und es kümmert sich außer uns niemand. Weil da sitzen auf der einen Seite die Konservativen, die darauf schauen, dass sie ihr Klientel, die Hauseigentümer, die Privaten entsprechend befriedigen können, dass die möglichst viel Geld herausholen können aus ihren Immobilien. Und die Grünen wollen ihre Bobos bedienen, alles andere ist einer wurscht. Also so gesehen, liebe Freunde, ist es unsere, absolut unsere genuine Aufgabe, uns mit diesem wesentlichen Teil der sozialen Frage auseinanderzusetzen. Und liebe Freunde, das zweite Thema, das hier auch darunter fällt, und das sollte man gerade in Österreich nicht vergessen, und Wien im Besonderen, nicht vergessen, nicht übersehen. Das ist das Thema Kultur. Ich kann nur hoffen, dass man die Renate das verzeiht, aber ich glaube, die Grundlage unseres Tourismus ist nicht die toll funktionierende Straßenbahn. Ja. Also vielleicht das Museum, okay. Aber sagen wir mal, ich glaube, dass ein Großteil der Menschen, der Touristen zu uns kommen, wegen der Attraktivität der Stadt, der Kultureinrichtungen, der Kulturveranstaltungen und viele andere dieser Dinge. Und schaut, Freunde, da muss man auch Signale setzen. Und ich bin daher sehr froh, dass wir auch die Entscheidung nunmehr getroffen haben im Hinblick auf das neue Museum. Das hat aber jetzt Folgeentscheidungen. Das ist ja überhaupt gar keine Frage. Denn wenn man sich jetzt für diesen Standort entschieden hat, gibt es viele Wenn und Abers, das ist gar keine Frage, aber wenn man sich entschieden hat, dann muss man sich auf der anderen Seite aber natürlich auch überlegen, dass neue Stadtteile, wie etwa rund um den Bahnhof Wien, natürlich nicht ausschauen dürfen wie das Regierungsviertel von St. Pölten. Ja, bei aller hohen Sympathie für den Bürgermeister von St. Pölten, ist ja ein wirklich lieber Freund, aber sagen wir mal, eine Weltpartie ist das dort nicht. Ja? Also da musst du ja, also wenn du nicht vom Landeshauptmann eingeladen bist auf einen Spritzer, kannst du dort runterlassen, da ist nichts. Ja? Da ist halt so. Also, es ist daher sehr wichtig, so wie wir das in anderen Teilen der Stadt ja auch gemacht haben, überlegt haben, dass es natürlich in diesen Bereichen der Stadterweiterung auch immer mitgedacht wird, dass es unseren Lebensstil, unserer Lebensqualität letztendlich auch entsprechend, es dort Leben gibt, dass dort Kultureinrichtungen sind, dass dort unsere Kommunikationseinrichtungen sind. Ich meine, ich brauche ja das nicht erzählen. Klar, ich meine, in Wien ist zwar der Sigmund Freud zunächst groß geworden, aber sagen wir so, seine Berufsnachfolger haben sich deswegen nicht so rasend durchgesetzt, weil wir die kulinarische Dreifaltigkeit haben. Nicht? Das Beisel, das Kaffeehaus und den Heurigen. Und man dort sich trifft, dort miteinander redet und dort mit diesem Austausch natürlich eine ganze Menge auch macht. Das ist übrigens nicht jetzt, was so toll erfunden wäre. Ich war vor einem Jahr, eineinhalb Jahren, beim Benninger auf seinem Institut und dort sind 80% ungefähr ausländische Wissenschaftler. Herr Strache, lauter Ausländer sind dort, furchtbar viele. Und da habe ich ihn gefragt, na Professor, was können wir jetzt noch machen? Und am Ende hat er gesagt, naja Bürgermeister, wenn es möglich war, hätte ich gerne ein Kaffeehaus. Und ich kann das nachvollziehen, denn selbstverständlich tauscht man Informationen aus, heute über die elektronischen Medien, selbstverständlich. Ja, es geht schnell und ist kompakt und alles. Aber miteinander reden, sich miteinander auszutauschen, die Kreativität des Gesprächspartners auch entsprechend zu animieren, das funktioniert heute nicht über die elektronischen Medien. Sorry, du musst reden. Und vor nicht allzu langer Zeit ist einer unserer Mathematiker zurückgekommen aus Texas, wo eine ganz neue Universität nur für Mathematik gegründet wurde. Der war eine Woche dort, der hat kein einziges Institut gesehen, gar nichts, der ist nur im Kaffeehaus dort gesessen. Und ist mit 5 ganz tollen neuen Ideen zurückgekommen, an denen er jetzt schon nahezu ein Jahr auch entsprechend arbeitet.
Kommunikation, Reden miteinander, so wie wir das in Wien ja auch besonders gut können, spielt eine entsprechende Rolle und daher halte ich das für wichtig. Und daher geht es mir natürlich darum, dass wir nun zu diesem Museumsbau zur Umsetzung auch kommen. Das ist gut, das ist ein gutes Signal. Woanders sperren es Museen und Bibliotheken zu, bei uns wird sowas gebaut und eröffnet. Aber natürlich müssen wir auf der anderen Seite auch sehen und dürfen das nie vergessen und haben dem Rechnung zu tragen, dass es unserem Lebensgefühl, unserem Lebensort entspricht, dass man natürlich auch die Plätze, die öffentlichen Räume entsprechend belebt und kommunikativ entsprechend belebt. Und daher werden wir uns da im Besonderen, was den Bahnhof Wien betrifft, noch auseinanderzusetzen haben. Dritter Themenblock, sicher und geborgen. Schau, lass uns innerlich jetzt blitzartig und relativ einfach wieder reduzieren darauf. Sicherheit ist Angelegenheit der Exekutive, Exekutive ist Angelegenheit des Innenministeriums. Bumm, wir gehen zum nächsten Punkt weiter. Hilft uns gar nichts. Ist überhaupt gar keine Frage, denn selbstverständlich haben wir uns dieses Thema Sicherheit anzunehmen. Ich weiß nicht, ob sich noch einige von euch erinnern daran, an einen Slogan, den wir vor geraumer Zeit als Wiener Sozialdemokraten geboren haben und den auch durchdekliniert haben, nämlich Sicherheit ist mehr. Und ich denke, das sollte man sich in Erinnerung rufen und in Erinnerung behalten immer. Sicherheit ist mehr für uns als Sozialdemokraten. Sicherheit ist soziale Sicherheit, dass wenn einem was passiert, dass ihm geholfen wird. Sicherheit ist, wenn einer krank wird, dass er dann nicht, weil er zum Beispiel nicht eingesteckt hat, das Bargeld oder die entsprechenden Kreditkarten runtergehauen wird von der Tragbar, sondern dass der eine entsprechende Versorgung bekommt, dass der Hilfe entsprechend bekommt. Sicherheit ist, dass man sich darauf verlassen kann, dass, wenn man Hilfe braucht, diese Hilfe auch bekommt. Und letztendlich heißt Geborgenheit auch vieles. Von den ganz jungen Leuten bis hin zu jenen Leuten, die halt ihren Alltag selbstständig nicht mehr gestalten können. Dass man ihnen dort aber auch so hilft, dass das nicht auf so angeschasselt hier drauf hinausläuft, sondern dass man tatsächlich auch mit einer gewissen Empathie an diese Aufgaben entsprechend herangeht. Und Herr, liebe Freunde, möchte ich an das ganz im besonderen Ausmaß auch erinnern, unter welchen Prämissen wir in diese Diskussion herantreten. Ja, natürlich haben wir zu diskutieren darüber, dass die Kriminalitätsrate so niedrig als möglich zu halten ist und was wir verlangen von der Polizei, was wir aber natürlich auch geben können. Das ist auch keine Frage, weil wir haben eine ganze Menge auch mitgeholfen, davon, wenn ich nur daran denke, was wir übernommen haben, vom Meldewesen, vom Passwesen, vom Fundwesen und. Und der Herr Strasser, der hoffentlich jetzt die verdiente Strafe auch ereilen wird, hat das alles im Prinzip eingespart. Also wir sind hilfreich, aber nicht deppert. Und das scheint mir natürlich eine wichtige Detailsache zu sein. Auf der anderen Seite, Sicherheit ist mehr. Das darf man nie vergessen und das scheint mir eine sehr wichtige Überlegung in den Bereichen zu sein. Lass mal da auch noch ein Wort zur Mobilität sagen. Denn das spielt natürlich auch eine entsprechende Rolle. Schatzfreunde, irgendwer hat einmal gesagt, nicht freie Mobilität, das ist so die Parole, freie Fahrt für alle. Ein späterer ÖVP-Obmann hat daraufhin ein Plakat herausgegeben, wo eine Ampel drauf war mit lauter grünen Leuchten. Also auf alle vier Seiten war es grün. Das ist natürlich eine Maßnahme zur Verkehrsreduktion, das ist sicher keine Frage. Ja. Auch möglich. Ja, würde mir nicht primär einfallen, aber ja, ist ja denkmöglich. Nur, das halte ich für absoluten Unfug. Mobilität ist natürlich ein Asset für sehr, sehr viele Leute. Für ältere Leute natürlich, deren Mobilität einen erheblichen Teil ihres Lebens auch entsprechend eingeschränkt gewesen ist. Und für junge Leute natürlich, weil das auch ein Zeichen der Freiheit ist. Geht's einmal raus und fragt es ja, welche Kinder oder jüngeren Geschwister oder sonst, also du verzichtest jetzt freiwillig auf dein Auto. Ja, das wird es vielleicht schon geben, das mag sein, aber die Masse ist das noch immer nicht. Und daher, liebe Freunde, geht es für uns nicht darum,
dass wir uns Diskussionen aussetzen mit, wo kann ich da dem das Autofahren vermiesen, wo kann ich dem vermiesen Mobilitätselemente, sondern wie kann ich Anreize schaffen, dass man das Verkehrsmittel, das in einer Stadt das adäquate Verkehrsmittel ist, auch entsprechend benutzt. Anreize, nicht vermiesen. Das ist der Punkt bei der ganzen Geschichte. Und das ist auch der Grund, warum ich sage, wir sind als Sozialdemokraten natürlich in der Mobilitätsfrage die Vertreter der öffentlichen Verkehrsmittel, des Ausbaus der öffentlichen Verkehrsmittel, des Angebots aus den öffentlichen Verkehrsmitteln heraus. Ich habe überhaupt nichts gegen das Radfahren, das ist ja lächerlich. Ja? Nur wer glaubt, dass er die Verkehrsprobleme einer 2-Millionen-Stadt mit Radfahren lösen kann, dem kann ich, das kann ich nicht ganz nachvollziehen, sagen wir es jetzt freundlich auch so dabei. Daher, liebe Genossinnen und Genossen, ist mir das auch sehr, sehr, sehr wichtig, dass wir in die Richtung hin bei Stadtentwicklungen auch immer über die Mobilität der Menschen nachdenken. Immer mitdenken. Immer auch entsprechend mitentwickeln, was ist das adäquate Verkehrsmittel, das wir jeweils dort haben. Und da werden wir mit Sicherheit auch, gerade was die Frage von U-Bahn-Ausbau, aber auch Tangentiallinien, noch eine ganze Menge konkret nachzudenken haben und konkret umzusetzen haben, im Rahmen der vielen Vorschläge, die es ja ohnehin schon gibt, wenn ich an die neue U-Bahn-Linie denke und Ähnliches. Auch da sage ich ganz offen, ja, diesen Weg des Ausbaus des öffentlichen Verkehrs, den kann man gerne mit uns gehen. Nur wer meint, dass er sich gegen Ausbau des öffentlichen Verkehrs oder wesentlicher öffentlicher Verkehrsträger, wie etwa U-Bahnen, zu stellen hat, weil er meint, das ist gescheiter, die Leute fahren mit dem Radl und mit einem Kaps hinten noch drauf, was dann ihre Möbel transportieren können, der wird einfach in uns einen tatsächlich argumentativen Gegner finden. Weil da machen wir nicht mit. Leuten das Autofahren zu vermiesen, aber kein Angebot zu machen, was sie stattdessen als Alternative in der Stadt nutzen sollen, das machen wir nicht. Das geht nicht. So, nun, liebe Freunde, der vierte Themenblock, der, so denke ich, für uns auch sehr, sehr wichtig ist, das ist smart und kreativ. Schaut, ich brauche nicht sehr viel eigentlich dazu sagen, lediglich der Hinweis darauf. Der Arbeitsmarkt in Wien ist in dem Kreativpotenzial etwa 100.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Das ist eine gewaltige Geschichte. Das ist etwas, was man sich wirklich auch entsprechend vor Augen führen muss, welche Entwicklung diese Stadt in dem Bereich letztendlich auch genommen hat. Und es tut gut, gelegentlich einen Blick von außen auf die eigene Stadt auch zu machen. Gerade was diese Frage Kreativpotenziale in dieser Stadt auch betrifft. Das tut gut, denn in vielerlei Hinsicht gibt es da Bereiche, zum Beispiel Musik, wo wir einen ziemlich guten Namen haben, aber nur im Regelfall das gar nicht wissen. Und daher halte ich das für sehr wichtig, dass man dem auch entsprechend Augenmerk widmet dazu. Schaut, Freunde, und jetzt zu dem viel strapazierten Begriff von Smart City. In aller Munde heute, gestern auch wieder eine Menge Zeit verbracht am Abend, in einer internationalen Runde das zu diskutieren. Smart Cities, diese Konzepte werden heute auf der ganzen Welt diskutiert, in allen großen Städten, in allen großen Städteorganisationen, überall. Was ist unser Asset, was ist unser Alleinstellungsmerkmal nahezu, das wir in diese Diskussion einbringen können? Nämlich, dass wir intelligente Lösungen für eine Stadt, das kennen viele andere auch, verbinden mit dem sozialen Grundgedanken. Da sagen jetzt viele natürlich in Wien, ja nun auch. Das mag schon sein, aber außer uns sagt das kaum jemand. Und das ist ein wesentlicher Punkt dabei, dass bei dem, was an intelligenten Lösungen vom Verkehr über die Energie, der Wirtschaft, des Zusammenlebens der Menschen und vielen anderen Dingen nachgedacht wird, man dann gleichzeitig auch darüber nachdenkt, wie man die sozialen drumherum Probleme, Fragestellungen, Aufgabenstellungen, Herausforderungen entsprechend einbeziehen kann, und die müssen Teil dieser Smart-City-Strategien und dieser Überlegungen in die Richtung hin auch sein. Das ist die grundsätzliche Anmerkung dazu, und da gibt es natürlich jetzt dann
unzählig viele Details, über die wir dann auch morgen noch reden werden. Ich möchte auf eines hinweisen, das kein so ein kleines Detail ist. Das sind die sogenannten Startups, wo aus Forschungsinstituten und aus Netzinstituten vielen anderen heraus Betriebe geboren werden. Das ist etwas, das, was wir in der Bohrgasse haben. Und da komme ich noch einmal auf das zurück, was ich vorhin sagte. Es werden in diesen angewandten Wissenschaftszentren Arbeitsplätze von morgen geboren. Ich habe mir das angeschaut in Cambridge, da gibt es allein um diese Universität im Umfeld herum Betriebe mit 23.000 hochwertigsten Arbeitsplätzen, die alle nur aus solchen Wirtschaftsbetrieben, also solchen Start-ups heraus entkommen. Wenn wir uns darüber Gedanken machen und Gedanken machen müssen, in einer wachsenden Stadt braucht man jetzt nicht nur Wohnungen und Verkehrsverbindungen und Kindergärten und Schulen, sondern wir brauchen Arbeitsplätze. Dafür brauchen wir Betriebe, weil wir sind alle bei der Stadt Wien ausstellen können. Da brauchen wir Betriebe. Das sind die Betriebe der Zukunft. Und daher muss man sich mit dem auch entsprechend auseinandersetzen. So, nun, liebe Freunde, zum Schluss. Das ist die Finanzierungsfrage, die leidige dazu. Und da möchte ich mich bei allen bedanken, die A, das Problem erkannt haben und B, an harten Lösungen arbeiten. Bei der Renate natürlich und ihren Mitarbeitern, aber auch bei vielen, vielen anderen Freunden aus der Gewerkschaft und vielen, die da drüber nachdenken. Die Situation ist relativ einfach auch dargestellt. Wien wächst. Alleine die Umsetzung des hier in Rust vor, ich glaube, 3 Jahren beschlossenen Spitalskonzeptes kostet etwa 4 Milliarden Euro. So, das ist für eine Stadt wie Wien nicht sicher kein unlösbares Problem. Wenn du das auf 10 Jahre sozusagen umlegst, kein unlösbares Problem. Da haben wir finanziell gesehen mutigere Entscheidungen, wir nicht, noch viel früher getroffen, zum Beispiel Donauinselbau oder Ähnliches. Jetzt da wäre es auch für uns kein Problem, das heute am Markt, wie es so schön heißt, zu kriegen. Die Europäische Investitionsbank würde beispielsweise um einen niedrigeren Zinssatz, als es jede Bank normalerweise anbieten würde, auch uns dieses Geld zur Verfügung stellen. Die Maastricht-Kriterien und der Stabilitätspakt verbieten es uns. Ab dem nächsten Jahr, also ab 2016, keine neue Verschuldung. Wir lassen eigentlich geschenktes Geld auf der Straße liegen, wenn wir es nicht dürfen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich für die Weiterentwicklung dieser Stadt Investitionserfordernisse, außer jedem Zweifel. Und daher, liebe Freunde, denke ich, dass es heute von hier aus auch 2 Vorschläge zu machen gilt. Erstens, nehmen wir den Vorschlag, den ein Kommissar auch eingebracht hat, auf und tun das nicht schon wieder verdammen als etwas, ja, die wollen schon wieder neue Schulden machen. Ich bekenne mich uneingeschränkt, sondern hätte den Stabilitätspakt nicht unterschrieben, dass öffentliche Haushalte in Ordnung zu sein haben. Das ist ganz klar, das sind unsere politischen Entscheidungsmöglichkeiten. Wenn man nur mehr Troikas oder sonst wen ausgeliefert sind, die uns die politischen Entscheidungsmöglichkeiten wegnehmen, dann ist das nicht ganz schlecht. Also ich bekenne mich natürlich zu vernünftigen und geregelten Haushalten. Aber es sagt dann doch der ganz normale Hausverstand, dass es ein Unterschied ist, wenn ich einen Kredit aufnehme, ob ich damit eine Eigentumswohnung kaufe, eine Wohnung herrichte oder ein Häusl baue, oder ob ich mit demselben Geld auf Urlaub fahre. Das macht doch einen Unterschied aus. Und daher ist es konkret, dass ich sage, wir sagen, es sind die Investitionen, die in nachhaltigen Bereichen, wie etwa Gesundheit oder Bildung, zu tätigen sind, aus diesen Berechnungen zur Verschuldung, also aus Maastricht, aber natürlich auch aus dem Stabilitätspakt herauszurechnen. Es war vor nicht allzu langer Zeit. Da ist ja gemeint worden, es ist unerlässlich, dass neben dem in Ordnung bringen des Haushaltes das Wirtschaftswachstum in den Industrieländern Europas anzukurbeln ist. Und namentlich wurde Deutschland aufgefordert, mehr
auch an öffentlichen Geldern zu investieren. Und das war nicht irgendein wahnsinnig gewordener Sozialdemokrat, das war auch nicht der Nobelpreisträger Stiglitz, sondern es war die Frau Lagarde, die ja nun wirklich nicht in den Verdacht gerät, als besonders fortschrittliche Ökonomin zu sein. Und daher tun wir das. Die Renate hat heute Vormittag völlig richtig die Frage gestellt, ja, wann niemand mehr investiert, wo soll denn dann das, wo soll das Wachstum herkommen? Erlaubt uns zu investieren und damit das Wirtschaftswachstum wieder anzukurbeln. Erlaubt uns das zu tun, was gerade Wien in der Vergangenheit auch gemacht hat. Nämlich, jawohl, in spezifischen Zeiten auch Geld aufgenommen haben, nachhaltig investiert und aus den Wachstumserlösen dann im Folgegesehen die Schulden wieder zurückgezahlt. Es ist ja nicht Zufall, dass wir so eine hohe Bonität auch auf den Märkten haben, auch wenn wir sie nicht ausnutzen können. Das war ja, weil wir eben diese antizyklische Politik der Vergangenheit gemacht haben. Das, liebe Freunde, ist, glaube ich, ein vernünftiger und guter Vorschlag. Ich will sie aber von heute auf morgen nicht umsetzen lassen, sondern da werden wir hart arbeiten müssen dran. Und wir werden natürlich trotzdem nicht zusperren können und sagen, so, es gibt keine Stadtentwicklung mehr bis dahin. Und daher, und ich bedanke mich noch einmal bei all jenen, die hier kreative Finanzierungsvorschläge entwickelt haben. Und da gibt es eine ganze Reihe davon. Ich bitte euch nur heute das selber, ja, ich bitte euch auch alle, dass man konstruktiv an diesem Diskussionsprozess, etwa über PPP-Modelle, aber auch allfällig andere Finanzierungsmodelle teilnehmen und uns nicht zusätzlich noch Fesseln anlegen zu denen, die wir ohnehin schon haben. Das macht aus meiner Sicht her gesehen überhaupt keinen Sinn. Wir haben Schulen herzurichten, wir haben Schulen neu zu bauen, wir haben Kindergärten zu bauen, wir haben die Geriatriezentren fertigzustellen, wir haben das Spitalskonzept entsprechend umzusetzen, wir haben Verkehrsentwicklungen zu machen, es ist der Wohnbau selbstverständlich auch entsprechend zu finanzieren über die bereitgestellten Wohnbauförderungsmittel hinaus. Wir brauchen Wachstum, damit die Einnahmen in der Stadt auch wieder jenes Niveau erreichen, das wir vor der Krise auch entsprechend hatten, mit denen man entsprechend wirtschaften kann. Da brauchen wir Unterstützung, Hilfe, Kreativität und nicht Destruktivität und Fesseln. Die helfen uns gar nichts. So, liebe Genossinnen und Genossen, ich habe eine Menge an Dingen, die mir am Herzen gelegen werden, auch noch ausgelassen. Es wäre mir zum Beispiel ein intensives Bedürfnis, unserem Bundesparteivorsitzenden für seine Anmerkungen heute zum EU-USA-Freihandelsabkommen zu danken. Ich bin sowas von seiner Auffassung, dass man hier extrem vorsichtig sein muss, extrem aufpassen muss. Denn Freihandelszonen, gegen das ist im Prinzip nichts zu sagen, aber wenn wir schon wieder entmündigt werden, diesmal dann von amerikanischen Lobbyisten und nicht nur von den eigenen in der Union, dann kann es das ja wohl wirklich nicht sein und mit dem muss man sich auseinandersetzen. So, es gäbe auch noch vieles andere. Liebe Freunde, ich denke, wir haben eine ganze Menge inhaltlicher Arbeit hier auch noch vor uns, die vor einem unmittelbaren Wahlkampf auch liegen. Es wird von mir mit Sicherheit heute niemand erwarten, zu sagen, wann die Gemeinderatswahl stattfindet, denn die Antwort kann nur sein, im Herbst 2015, so sieht das Gesetz es vor. Unsere Aufgabe ist auch nicht jetzt über Wahlkampftermine zu spekulieren, sondern unsere Aufgabe ist es, diese Herausforderungen, die sich uns stellen, die kompliziert und komplex genug sind. Der Vettel Sinowatz hat schon recht gehabt, gerade wenn wir da im Burgenland auch sind. Er hat schon recht gehabt. Und man sollte es durchaus auch wiederholen, den Simplifizierern entgegengesetzt. Ja, das sind sehr komplexe Herausforderungen, die komplexe Antworten entsprechend erfordern. Und das ist unser Job. Nicht primitiv spekulieren über Wahltermine und ähnliche Sachen, sondern wir haben zu arbeiten und zu schauen, dass diese Stadt, und damit schließe ich den Bogen, auch in Zukunft genauso toll ist, wie sie heute auch entsprechend ist. Danke.